Hier ist Kathi Elsfelder, die stellt die schönen Trachtenbeutel aus. Und hier ist die liebe Mayros Rostdeutscher Auslese, die die wunderschöne Kimono-Sammlung hier ausstellt. Ich bin die Kathi Elsfelder Auslese und freue mich sehr, dass ich dieses Jahr meine erste große Beutelausstellung habe hier im Schlesinger Kulturherbst. Wir sind hier im Heimatmuseum und freut mich sehr, dass ich euch ein paar Beutel zeigen darf von mir. Dieses Jahr waren eigentlich in Schlesien viele Jubiläum und viele Feste und ich habe mich so gefreut, dass ich einfach das ja auch festhalten habe dürfen. Wie man hinter mir schon sehen konnte, sind die Beutel schon mal von unserem GAU Heimatabend für unser Jubiläumsfest zum GAU Heimattag, an dem großen Festsonntag von über 6000 Trachten. Servus, ich bin Mayros Rostdeutscher und momentan ich habe eine Ausstellung hier im Heimatmuseum, das Göteborg, und ein Teil davon sind meine Kimono da. Ich würde mich hier vorstellen, neben meiner Lieblingskimono, das ist eine Furisode, das heißt, das ist dann für die unverheiratete Frau und das ist von den 1920. Meine Lieblingsecke meiner Sammlung ist die alten Kimonos. Deshalb habe ich auch etwas an von die, vor dem Zweiten Weltkrieg, weil diese Kimono, diese alten Kimono, sind alles so farbenvoll und die sind so schön gemalt, bestickt, gewebt. Merkt man schon, wie viel Arbeit die Leute da auf diesem Kimono gegeben haben. Ja, die Ausstellung geht ja noch bis 10. November. Und ich bin meistens am Samstag oder am Sonntag selber vor Ort und freue mich sehr auf euer Kommen. Vielleicht sehen wir uns ja. Wenn Sie Zeit haben, ich freue mich, euch hier in der Ausstellung zu sehen. Beutel? Beutel. Bui, Bilden, Beutel. Boi, Beutel. Ja, Beutel. Bui, Beutel. Genau. Beutel. Ja.